Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Wir müssen uns natürlich jetzt um den Schattenlord der Zwietracht kümmern. Denn Margolott, ja, hat es nicht nur gewagt, sich mir in den Weg zu stellen, jetzt fordert ihr auch noch was von mir, und zwar, dass ich diesen Schattenlord töte. Das Blöde ist, ich habe halt leider keinen Begleiter und das ist doof. Und so ein Schattenlord... Und ich merke gerade, ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte vorher speichern müssen. Aber wenn ich die Schergen getötet habe, dann sollte das eigentlich kein Problem mehr darstellen. Ich darf mich nur nicht treffen. Ah. Au. Ja, das sollte er zum Beispiel nicht tun, aber er tut es. Einfach so. Boah, hör auf mich zu treffen, du Drecksvieh, ey. Ich glaube, ich habe leider alle meine Zauber habe ich jetzt verbraten. Das ist ein bisschen doof, aber gut. Ja, genau. So, der ist tot. Nur noch wir beide, mein Freund. Ich guck mal, was ich noch gerade an... Ich habe eine Energiewelle, das ist doch schon mal etwas. So, Heldenmut brauche ich nicht. Runenheit kann ich aktivieren und ich kann... Schaden zufügen. Schattenkrieger, guck mal. Schattenkrieger! Und zur Not auch noch Nekromantie. Aua, aua. Scheiß die Wand an. Huh! Oh, ist aber... Hör auf, mich zu treffen, Mann. Lass mich doch mal ganz kurz hier machen, ey. So, zack. Und ich würde sagen, zack. Und zack. What? Und zack. Und bam. 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 So. Okay, der eine läuft da nur ein bisschen rum. Schattenlord ist besiegt. Alter, Bitch, ey. So. Seelenflechten, ja, nehmen wir mit. Seelenflechten sind auch noch was Schönes. Schattenzepter ist meins. Ihr seid jetzt meine Sklaven. Nein, Sklaven nicht. Ihr seid meine neuen Freunde. So, der ist tot. Jetzt machen wir schnell den hier. Das Kristallportal. Kristallportal kaputt. Schattenlord. Ich das auch nur schon höre. Schattenlord, ey. Meinem Schattenlord, ey. Echt. So, wir nehmen jetzt hier dieses Astralquerzlein mit. So, jetzt können wir wieder zu Margolott zurück und sagen, yo, der ist tot. Der hat sich halt nicht so gewehrt. Und so penetrant wie du. So. So, jetzt hilfst du mir gefälligst. Der Schattenlord der Zwietracht zwischen dir und den Menschen ist vernichtet. Ist das wahr? Sollte ich nach all der Zeit einen so schwerwiegenden Fehler begangen haben? Der Herr der schwarzen Krieger, die dein Leben bedrohen, ist weg. Es gibt keinen Grund mehr, die Menschen auf Kila zu bekämpfen. Du hast eine große Tat vollbracht. Nicht schlecht für einen Menschen. Ich werde dir glauben. Doch das wird nicht viel ändern. Meine Kinder sind da draußen und sie werden Beute machen. Einmal auf der Jagd sind sie nicht mehr zu bändigen. Damit werden wir schon fertig. Dann sei es so. Die alte Margolott wird wieder das Orakel für die Menschen sein. Wie in all den Jahren zuvor. Hilf mir bei meinem Geisterritual. Ich brauche deinen magischen Schild. Du kannst dir meines Dienstes gewiss sein, kleiner Mensch. Bring deinen Zauber zu mir. Ich werde hier alles für dein Ritual vorbereiten. Blöde Sau. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Oh, da ist ja wohl keine Option.
Jetzt muss ich mir hier einen Weg raussuchen, oder was? Naja. Kann man mal machen, ne? Ist ja nicht so, als ob wir gerade die ganze Zeit gekämpft hätten. Kommt das ja wie gelegen. Kommt mir das ja sehr gelegen. Ist ja wie Urlaub jetzt, gegen die zu kämpfen. So, wenn wir die jetzt schon hier drauf haben, dann nehme ich die auch. Halte ich mir aus, so. Boah, dann, ich frage mich, was soll ich denn dann am Ende? Also, ich meine, der Endboss, ich habe abgesehen, der ist recht schwer und man sollte da eigentlich eher Magier für sein. Bin ich ihn nicht? Wie soll ich denn den besiegen dann? Da muss ich mir ja ohne Ende Zauber irgendwie einpacken. Ja, wollt ihr mich gerade alle verarschen? Wollt ihr mich einfach verarschen? Den Spinnen? Aber ganz ehrlich, ja, ich meine, es ist ja schön, dass man hier so ein paar Spinnen reinhaut. Aber warum so viele, ey? Man kann es auch übertreiben. Das war ohne Witz. Meine Fresse. Alter, da kommt schon die nächste. Ich glaube, ich flipp aus hier. Nö. Nö. Nö, kein Bock. Gib mich mal am Arsch lecken. Ich gehe jetzt raus hier. Die Frage ist, wie komme ich denn raus hier? Ich habe keine Ahnung, ey. Könnt mir gerne alle hinterherkommen. Huch. Bin ich hier raus? Gucken wir mal auf die Karte. Ich glaube, ich komme hier nicht raus. Oh, ich glaube, das ist nicht cool. Hier sind immer mehr. Scheiße. Huch. Alter, ohne Scheiß, wie komme ich denn jetzt hier raus aus diesem Drecksladen? Also treffen die mich wenigstens nicht. Ich habe mir ein paar zu viele von denen an den Arsch gelacht, ey. So, sprinte. Ja, irgendwie muss ich doch hier rauskommen, oder? Aua. Alter, wie komme ich denn jetzt hier aus diesem Scheißsaftladen raus? Ah, hier, nee, doch. Ja, nee, doch, vielleicht. Ja. Hier ist auf jeden Fall so eine, hier, so. Ha. Keine Ahnung, wo ich hier hinlaufe, ne? Ich komme mal tiefer in diesen scheiß Berg rein, aber irgendwie nicht raus. Alter. Was? Ja, die ganze Folge wird sich wahrscheinlich damit beschäftigen, wie ich hier rauskomme. Ob ich es überhaupt jemand schaffe, ist ja die andere Frage. Ich gehe jetzt einfach irgendwo lang. Ich hoffe, irgendwann kommt da mal ein Ausgang. Das ist voll blöd. Ich laufe irgendwie immer tiefer in diesen scheiß Kackberg rein. Ich komme hier gar nicht raus, ey. Das Blöde ist, ich kann mich jetzt, glaube ich, auch nicht porten, ne? Oh, hier ist falsch. Oder kann ich mich vielleicht doch porten an meiner Map? Nicht während du angegriffen wirst! Warum nicht? Ich könnte natürlich auch versuchen, die alle zu töten, aber das hilft, glaube ich, nichts. So, okay. Das ist schon mal super gelaufen. So, warte mal. In die Richtung ist schon mal richtig. Guck mal, ich bin relativ nah am Ausgang. Ich habe nur keine Ahnung, wo er ist. Vielleicht ist hier der Ausgang. Schau. Ah, hier ist der Ausgang. Puh. Und draußen. Jetzt schnell hier runter. Aua. Verdammt, ey. Verdammt. Ich habe all meine Heil... Alter, willst du mich verarschen? Alles, alle Heil-Dinger verbraten hier. Muss weg. Komm ich denn hier runter? Da hinten. Nee, hä? Lol. Willst du mich irgendwie verarschen? Ich komme hier gar nicht weg. Jetzt bin ich für... Warte mal. Okay. Ich behaupte, die werde ich ja wohl hinkriegen. Dann kann ich mich hier wenigstens wegporten. Alter, diese Spinnen. Ich habe genug von Spinnen, genug von Kila. Ich möchte hier weg. Wir gehen nochmal auf die Krabbenküste. Da ist ja auch noch so ein komisches Kristallportal. Das werden wir auch kaputt machen. Muss ja, ne? Alter, wie viel... Das Schöne ist, ich habe kein Gold mehr. Ich habe mein ganzes Gold für...
Zauber ausgegeben. Nice, ne? Finde ich schon toll. So, da bin ich von hier, will ich gar nicht wegkommen. So, wir gehen jetzt hier hin. Ja, möchte ich, danke. So, jetzt müssen wir gucken, wie komme ich nochmal zurück zu Charlie. Weil ich würde schon gerne mit ihr reden und die sagen, so, Margolot ist wieder, ne, die ist ja total tough. Lass mich verarschen. Du behindertes Krokodil, geh weg. In Ruhe. Oh, da ist ein Golem, scheiße. Ah. Yo, Golem, alles gut. I'm your homie, man. Was blöde ist, ich laufe hier falsch gerade. Sprinte doch. Hier lang. Aber wir gehen jetzt hier hoch. Wenn, dann hilft Charlie mir. Ah, das Krokodil hängt da unten fest, sehr gut. Nein, nicht Racker. Oh, Mann. Dann halt Racker. Du kleiner Racker, du. Oh. Boah, ich habe jetzt echt nichts mehr zum Heilen, ne? Mein gut, Charlie heilt mich ja jetzt, wenn ich mit dir kämpfe, aber trotz alledem, ey. Extrem krank. So. Ist entschieden. Ja. Ist es wohl. Ich habe mit dem Orakel gesprochen. Aber, Gucho, was erzählst du da für einen Unsinn? Es ist wahr. Sie hat zu mir gesprochen. Ja, wirklich. Ich sehe es in deinen Augen. Du warst bei der alten Margolot. Bei den Ahnen. Sie spricht wieder zu uns. Das ist ein gutes Zeichen. Nun werden auch die Kieler bald wieder zu ihrer alten Stärke zurückfinden. Ich weiß nicht, wie du das angestellt hast, aber danke. Jo, jo, kein Problem. Okay. Dann kurz zum Schiff. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Oh, Polly. Rasier dich! Hey, wo kommst du denn her? Polypirat! Seefahrer! Ach was. Na dann, willkommen an Bord, Kleiner. Rasier dich! Rasier dich! Wir haben nun einen Geist an Bord. Ja, sieht ganz so aus, als hättest du den Inquisitor Mendoza persönlich hierher gelockt. Als wenn wir nicht schon genug Probleme hätten. So, wir reden jetzt mal mit allen auf dem Schiffschubötchen, ne? Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Was denn? Du zweifelst jetzt schon an deiner Entscheidung? Nein, aber... naja. Warten wir es erstmal ab. Aber merke dir, ich bin es nicht gewohnt, dass man mir Befehle erteilt. Also, fange auch erst gar nicht damit an. Werd's mir merken. In Ordnung. Also, auf eine ertragreiche Jagd. Aber vergiss nicht, ich behalte dich im Auge. Ist ja gut, ey. Nein. So, mal gucken. Mit wem können wir denn noch reden? Dein Schiff ist prächtig. Ich hätte nicht vermutet, dass so ein abgerissener Typ wie du so etwas zustande bringt. Tja, da haben wir ja Glück, dass du dich getäuscht hast, was? Noch haben wir die größte Schlacht vor uns. Wir werden sehen, ob der Khan das überlebt. Na sicher. Hier. Gut, dann halte still und schließe deine Augen. Wow, wir kriegen... So, nun bist du ein... Wie hast du das gemacht? Das bleibt mein Geheimnis. Doch solange ich unter deiner Flagge segle, kann ich Seelenstaub für dich eintauschen. Läuft. Okay, dann reden wir mit Sadek, der irgendwie nur am Saufen ist, wie scheint. Großes Schiff. Sehr gut. Sadek hat die richtige Entscheidung getroffen. Freut mich zu hören. Du wirst aber jetzt nicht den ganzen Tag nur saufen, oder? Ono, Sadek wird sich nützlich machen. Sadek wird dir Tränke geben, die dich Dinge sehend machen, die kein anderer sieht. Hier, schau. Dieser Trank bewirkt den Blick der Schatten. Kein Schattenwesen wird sich damit vor dir verbergen können.
Probiere ihn, wenn die Schatten drohen. Ja, aber das kann ich doch auch so. Hey, du! Was gibt's? Du willst doch nicht etwa so weitermachen, oder? Was meinst du? Na, dieses gutmütige Gehabe, diese menschenfreundliche Kacke, die du hier an den Tag legst. Du solltest das lassen. Das kaufe ich dir sowieso nicht ab. Und? Was sagst du nun zu meinem Chef? Beachtlich. Das macht dich allerdings noch nicht zum großen Heerführer. Du wirst ein halbes Dutzend solcher Schiffe brauchen, wenn du es mit den Schatten aufnehmen willst. Kannst du mir auch helfen oder machst du nur große Sprüche? Ha! Warum sollte ich dir helfen? Weil ich deinen Seelenstein sonst ins Meer werfe? Na schön. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Wenn ich dich begleiten soll, weißt du ja, wo du mich findest. Ja gut, der Rest ist uninteressant. So, wer bist du? Lass dich nicht verarschen. Yeah. So. Speer, Radek, so. Gut, dann reden wir jetzt mit Horas. Warum hast du eigentlich keine Familie? Nur so. Du weißt schon, Frau und Kinder und sowas. Ich denke, es hat sich einfach nicht ergeben. Ein Leben voller Blut und Kampf, ohne so richtig zu wissen, wofür. Ich habe großen Respekt vor deiner Zielstrebigkeit. Ah. Interessant. So, du bist ein Speer gewesen, okay. Wir hatten noch irgendwo den Gnom, ne? Deine Mannschaft ist schon ziemlich speziell. Was meinst du damit? Wir sollten nur die besten Männer rekrutieren, jetzt, wo die Hölle über uns hereinbricht. Wer sagt denn, dass es nicht schon so ist? Oh Mann. Das gibt ein hartes Stück Arbeit. Wie immer. Komm mit. Ei. So, Paddy, komm mit, denn wir gehen jetzt mal hier hin und wir reden jetzt mal mit Colby. Ich weiß gar nicht mehr, wo Colby, wer war denn Colby, ey? Keine Ahnung, auf jeden Fall, den müssen wir jetzt mal ein bisschen hier, ne? Ach, da ist Colby schon. Hallo, Ach, Miyamati. Miyamiti Tosheka. Glücklich. Glücklich. Kaputt. Erzähl mir was Ei. Ja, ist doch uninteressant, oder? Haben wir das schon. So. Ich hörte, du warst mal auf Kapitän Degenkorps Schiff. Ja, aber ich will nicht darüber reden. Auch nicht mit mir? Patty? Aber... Hey, wir haben uns doch immer gut verstanden, oder? Ach ja? Du nanntest mich einen Hans Wurst. Ach komm, was ist schon so ein kleiner Seitenhieb unter Freunden? Freunde, sagst du? Ja klar, sind wir doch, oder? Ja? Sag mal, der alte Degenkolb hat doch seine Schätze vergraben, oder? Ja, und das immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Oh, das ist aber spannend. Erzähl mal. Naja, er vergrub sein Zeug meist bei einem Flussdelta, Wasserfall oder etwas Ähnlichem. Hast du gerade wirklich Freunde gesagt? Ach, bei der vielen Plauderei habe ich ganz die Zeit vergessen. Ich muss nur leider gehen. Ja, ist gut. Wir sehen uns später, ja? Das hat jetzt was gebracht, oder? Feiner Colby. Das ging ja wie am Schnürchen. Ich weiß jetzt, wo Degenkolb seinen Schatz auf der Krabbenküste vergraben hat. Ich wusste, dass es funktioniert. Sehr gut sogar. Wer ist der Nächste? Wir sollten es nicht übertreiben, sonst haben wir bald alle Piraten gegen uns. Du hast recht. Wir sollten zumindest die Insel wechseln. Steuere einfach ein paar andere Inseln an. Ich sag dir dann Bescheid, wenn mir wieder jemand einfällt, den man ausquetschen könnte. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen mit Boos reden, damit die... Nee, war das Boos? Er hier, ne? Ja. Ja, wie bringe ich denn die dazu, dass sie sich mir anschließen? Ist die Frage. Guck mal ganz kurz, weil das gehört ja mit zur Pira... Ach nee, das sind ja gar nicht die, das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. So, okay, dann gucken wir nochmal kurz. Inquisition, Magier, bla 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 bla. Hier haben wir ein paar gemacht, jetzt müssen wir wieder ein bisschen durch die Weltgeschichte tingeln, damit wir hier noch ein bisschen... mehr machen können.
Na gut, das ist alles so Sammelsachen. Ich gehe mal auf die Krammkiste, glaube ich, zurück. Ja. Denn da ist das Ding versteckt, der Schatz und das hier. Das Problem ist, was ich jetzt habe, wo ist das? Wo wurde das jetzt hier reingesetzt? Hier? Ah. Okay, das heißt, wir gehen das nächste Mal auf die Krabbenküste und schauen uns da mal ein bisschen um. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Einschalten und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und bis dahin nehmen wir diesen Fusel mit und haut rein.